Hey zusammen, neues Video zum großen Thema Regeneration. Vielleicht ist es gar nicht so groß, wie wir mal denken, aber das schauen wir uns heute an. Also Regeneration, wir springen also mal direkt hier in die Präsentation. Regeneration, was, wie und überhaupt wann? Ist so ein bisschen die Unterüberschrift. Also wir gucken uns erstmal die Definition von Regeneration an. Unter Regeneration werden ja allgemein die Prozesse verstanden, die auf unterschiedlichen Ebenen ablaufen, die zur Wiederherstellung eines körperlichen, aber gleichzeitig, das muss uns direkt klar auch sein, psychomotorischen Gleichgewichtszustandes führen. Das ist so eine allgemeine Definition, kann man sicherlich auch noch kürzen und aber auch von mir aus gerne erweitern. Ich finde es aber gar nicht schlecht, weil da körperlich und psychomotorisch irgendwie miteinander zusammenhängen, gerade auch die mentale Erholung somit auch, das ist damit auch gemeint. Grundsätzlich psychomotorisch und mental sind eigentlich nochmal zwei unterschiedliche Dinge, aber grundsätzlich körperlich und geistig könnte man auch einfacher übersetzen. Das ist im Grunde die Definition. Und nun schauen wir uns mal die Ebenen der Regeneration an. Das heißt, wir haben im Grunde ja sehr unterschiedliche Ebenen. Das heißt einmal muskulär, also Proteinstrukturen, dann den Stoffwechsel. Damit ist dann im Grunde aber auch so ein bisschen der Kohlenhydratstoffwechsel, also die Glykogenspeicher gemeint. Und das Ganze kann man natürlich immer auf lokaler Ebene sehen und eben aber auch auf globaler Ebene sehen. Also lokal ein Muskel oder eben der gesamte Glykogenspeicher, wenn man das so will, mit Leber und so weiter, könnte man auch noch umfassend darstellen. Dann habe ich eben gesagt, mental und psychomotorisch, auch eigentlich so zwei Ebenen, die man nochmal eigentlich so klar voneinander trennt, weil psychomotorisch könnte man auch sagen, das ist im Grunde so eine motorische Ansteuerung, also kann man gerade durch so Sprungkrafttests auch gut messen und Reaktion. Und mental ist im Grunde so eine mentale Ermüdung oder eben Wiederherstellung. Also wenn ich sehr stark mental mich vielleicht auch ein Stück weit ausgebrannt fühle, wobei das ja ein großes Wort ist, das ist damit gemeint. Und dann eben strukturell auf den passiven Bewegungsapparat bezogen, also Sehnen, Bänder und vor allen Dingen auch Knorpelgewebe, Knochen natürlich eben auch. Und da muss ich natürlich auch gewisse Anpassungszyklen und Zeiten in so einen Regenerationsprozess mit einbedenken. Weil wir wissen ja, gerade so bradytrophes Gewebe wie Knorpel und vor allen Dingen auch Sehnen, gerade so eine Achillessehne ist ja unheimlich schlecht durchblutet, wenn man das zum Beispiel mit einem Muskel vergleicht, dann weiß man, dass diese Anpassungsprozesse dort viel, viel länger dauern und teilweise auch die Probleme, die da entstehen, sich auch viel später erst zeigen aufgrund der langwierigen Anpassungsprozesse. Und das muss ich im Bereich der Regeneration ja wiederum beachten. Und ich habe es gerade schon mal minimal angedeutet, ich habe jetzt viel von Anpassung gesprochen. Wir müssen natürlich überlegen, Anpassung versus Regeneration, worum geht es uns eigentlich? Wollen wir die Anpassung optimieren oder optimal regenerieren? Und das muss uns immer bewusst sein. Und das möchte ich heute auch in der Folge etwas diskutieren. Wir gehen jetzt aber gleich auf die einzelnen Maßnahmen ein. Es ist hier gerade noch eine Folie dazwischen gekommen, die ich vergessen hatte. Und zwar geht es ja vor allem um Monitoring. Also Körpergefühl, Rate of Perceived Exertion, das heißt, wie erschöpft fühle ich mich? Auf der einen Seite lokal auf einzelne Muskeln bezogen, also die berühmten schweren Beine. Oder ich habe vielleicht mal eine harte Wade oder eine müde Wade. Und global eben auch. Also wie müde fühle ich mich global betrachtet, auf den ganzen Körper bezogen. Das ist eigentlich immer wieder etwas Schönes. Wenn ihr ein gutes Körpergefühl habt, könnt ihr damit auch wirklich schon gut euer Belastungsmanagement steuern und somit auch die Regenerationszeiträume auch steuern. Dann, ihr wisst es, wir haben darüber mit der Laura Hottenrott ja eine sehr ausgiebige Videoreihe auch gemacht, die empfehle ich ja auch immer wieder an verschiedenen Stellen, ist die Herzratenvariabilität, die HRV oder auch die Ruheherzfrequenz. Darüber kann ich natürlich auch erstmal Ermüdung oder Belastung steuern, aber eben auch die Regeneration. Also wenn ich weiß, okay, ich habe meine Ruheherzfrequenz ist gestiegen, ich sollte jetzt eher Regeneration betreiben oder die Regeneration in den Vordergrund stellen meines Trainingszykluses, dann kann ich ja auch schauen, wie dann zum Beispiel die Ruheherzfrequenz reagiert oder die HRV. Schlaftracking ist ein viel diskutiertes Thema gerade. Im Grunde muss man ehrlich sein, das kann man eigentlich nur über eine wirkliche Analyse der Hirnströme messen. Also wie lange brauche ich bis zum Einschlafen, wie sind meine Schlafphasen, wie tief schlafe ich und so weiter.
weil die ganzen Tracker, also Smartwatches oder das Whoop-Band oder der Aura-Ring heißt es, oder Oura-Ring, Aura, ich glaube, ich so irgendwie so englisch, all die Messsysteme sind eher schlecht, aber in der Schlafdauer eigentlich ziemlich okay. Das heißt, ich kann natürlich gucken, schlafe ich lang genug? Das kann ich auf jeden Fall schon mal aufzeichnen, weil sollte mein Schlaf immer kürzer werden und ich merke, naja, der Schlaf hat auch keine hohe Qualität, also keine richtige Tiefe, in der wirklich Regenerationsprozesse stattfinden können, gucken wir uns gleich auch nochmal an. Zum Schlafen haben wir aber auch schon eine sehr umfängliche Themenreihe auch gemacht, haben wir, glaube ich, zwei Videos sehr zu Anfang des Channels schon gemacht. Guckt euch die gerne auch nochmal an. Da kann ich auf jeden Fall auch schon etwas feststellen. Und das ist natürlich schwierig im Selbstgespräch, aber vielleicht mit einem Trainer oder mit einer anderen Person darüber zu reden. Wie kommuniziere ich? Und ein guter Trainer wird das auch wahrnehmen, wie ihr kommuniziert und dann eben auch eine Aussage darüber treffen können, wie der Regenerationsprozess gerade läuft. Dann, jetzt schauen wir uns das mal den Transfer in die Praxis an. Welche Maßnahmen gibt es also? Wie kann ich regenerieren? Und da wird immer häufig von sehr vielen Sachen gesprochen, aber die einfachen Dinge wie immer vergessen. Und zwar geht es erstmal um die aktive Erholung. Also zum Beispiel das Auslaufen nach einer intensiven Belastung oder das Ausfahren, Ausschwimmen etc. pp. Man muss aber gestehen, dass wenn man sich verschiedene Parameter anschaut, dass es kaum Vorteile am Folgetag gibt. Also was man sich da mal als erstes anschaut, ist natürlich der Laktatabbau. Der ist aktiv, beim lockeren Auslaufen zum Beispiel, besser, als wenn ich mich ja nur passiv erhole. Am Folgetag ist jetzt aber nicht unbedingt meine Laktatkonzentration höher, wenn ich mich nicht ausgelaufen habe an dem Tag. So, aber wir haben natürlich starke Vorteile zwischen Belastungen. Das heißt, im Triathlon kommt das selten vor. Ich meine, viele von euch machen Ironman-Rennen. Ihr habt keine Folgebelastung vermutlich. Aber Super League-Rennen oder wenn ich jetzt wie bei den deutschen Meisterschaften bei den Finals, wenn man dort ein Team-Mixed-Relay hat und dann zwei Tage später oder einen Tag später, je nachdem, kommt es ja auch mal vor, mein Einzelrennen habe, dann sollte ich schon gucken, dass ich zwischen den Belastungen vermutlich schon auch eine aktive Regeneration einfüge. Aber vor allem bei Super League-Rennen, wo man mehrere Belastungen an einem Tag hat, ist das natürlich ein wichtiger Punkt. Und man muss aber auch sagen, dass der Response-Quote relativ gering ist. Also nur 20-30%, die positiv darauf ansprechen an den Folgetagen. Und deswegen, also das typische Auslaufen, ich würde es trotzdem machen, einfach um auch so eine Trainingseinheit rund zu machen und auch so eine Trainingseinheit ausklingen zu lassen. Da kommen wir auch später nochmal drauf. Aber so rein physiologisch gibt es eigentlich kaum eine Wirkung. Danach dehnen oder stretchen. Gibt eigentlich keine Vorteile bei Muskelschmerzempfinden, so würde man das jetzt übersetzen. Besonders nach intensiven Belastungen sollte man stattdessen vor allen Dingen gucken, dass man nicht zu intensiv dehnt. Ja, also wenn ihr auf der Bahn wart und irgendwie eure Intervalle geschrubbt habt, solltet ihr schauen, dass ihr danach nicht so intensiv dehnt und vor allen Dingen nicht in schmerzende Muskulatur dann. Also, das tut doch immer so gut. Ja, ich würde sagen, wenn der Muskel schon sehr schmerzt, also die Waden schon echt wehtun, dann muss man sich überlegen, was denn da eigentlich schon vorliegt. Da können wir auch immer mit David mal wirklich tiefer reinschauen, also aus physiotherapeutischer Ebene oder Perspektive. Es ist aber im Grunde ja eine kleine muskuläre Schädigung. Im Grunde ist ja auch eine Muskelkarte am Folgetag eine muskuläre Schädigung. Und wenn man dort dann noch reindehnt, dann macht man es jetzt nicht unbedingt besser. Also deshalb da Vorsicht. Also harte Warten, aufdehnen, versuchen, ist jetzt nicht unbedingt immer das Beste. Vielmehr, kommen wir aber gleich drauf, gibt es eigentlich andere Regulationsmechanismen. Meditation, dazu packe ich auch immer ein bisschen Yoga. Man muss natürlich mal gucken, es gibt unterschiedliche Arten von Yoga. Ich meine jetzt kein Power-Yoga oder sowas, sondern eher etwas, was man stark mit der Atmung auch koppelt. Oder eben eine Atemregulation, da gibt es ja auch verschiedene Dinge. Es gibt ja auch sowas, wenn man jetzt auf eine andere Ebene mal geht, nochmal die progressive Muskelrelaxation. Hat ja letztens der Christian Weimer in der Coaches Corner auch erzählt, dass er das früher als Athlet gemacht hat. Ich habe das auch früher gemacht. Finde ich nach wie vor auch gut. Man muss natürlich so ein bisschen seine individuelle Strategie da entwickeln, was für einen funktioniert. Der eine wird meditieren mit vielleicht einer App oder sowas. Der andere wird mit so einer Atemregulation sehr gut zurechtkommen. Für mich geht es aber darum, dass die Wirkungen sind physiologisch schwer messbar, mental vielleicht eher. Ich fand das Zitat hier aus dieser RECMAN, also Regenerationsmanagement-Studie, das waren eigentlich mehrere Studien in einer, das verlinke ich auch hier drunter,
sehr interessant. Aber ein Satz dazu. Und zwar geht es darum, dass man Schaffen einer räumlichen und zeitlichen Basis für Entspannung, das heißt Abstand zu mobilen elektronischen Geräten. Da nochmal eine kurze Selbstreflexion, muss ich auch selber vornehmen, kriegst du wahrscheinlich auch. Absolut. Ja, wenn man nach Hause kommt, guckt man erstmal auf Strava, ja, und guckt mal, was hat man gemacht oder Trainingpeaks oder was auch immer. Einfach mal vielleicht danach reingehen und sagen, okay, ich entspanne mal. Fahre runter, schaffe einen Abstand und vor allem auch das elektronische Gerät, das ist nicht verkehrt. Musik bzw. Akustiktherapie ist noch nicht ausreichend untersucht. Also es gibt ja immer irgendwie mit Leuten mit großen Over-Ear-Kopfhörern, mit Noise Cancelling und dann kommt da irgendwie so eine verschiedene Meditationsmusik oder vielleicht eher Musik oder Akustiksignale raus. Ist noch nicht wirklich abschließend untersucht. Das heißt, gibt vielleicht erste Ergebnisse, aber ich würde es noch nicht in der Breite empfehlen. Ja, dann Sauna. Auch häufig immer noch als Regenerationsmaßnahme irgendwie ja, kommuniziert. Aber müssen wir ganz klar sagen, Vorsicht, weil wir müssen überlegen, wenn wir schon im Training sehr viel Flüssigkeit verloren haben, dann muss ich vielleicht nicht noch die Sauna noch mehr Flüssigkeit verlieren. Plus, es geht ja natürlich auch um eine Erhöhung der Körperkerntemperatur. Ja? Das ist auch immer schwierig. Die wollen wir eigentlich eher senken in der Regeneration. Und es ist eigentlich auch ein Trainingsreiz für eine Hitzeanpassung. Was eigentlich ein Trainingsreiz ist, kann eigentlich nicht gleichzeitig eine regenerative Maßnahme sein. Meiner Meinung nach. Kann man natürlich immer noch unterschiedlich sehen, je nachdem, welche Sauna man nimmt und so weiter. Oder welche Temperatur. Aber grundsätzlich Vorsicht da. Sportmassage ist natürlich auch etwas, was häufig gemacht wird. Also gerade im Radsport, ne? Abends kommen die Fahrradfahrer, die Fahrradfahrer, die Athleten aufs Hotel, werden nochmal durchmassiert. Es gibt aber eigentlich eine sehr geringe Auswirkung auf die Wiederherstellung der körperlichen Leistungsfähigkeit. Also ihr belastet euch, werdet massiert und danach würde man wieder testen oder auch die Marker, sowas wie Kreatinkinase würde man messen, gibt es eigentlich kaum Auswirkungen. Aber auch hier wieder, die psychologische Wirkung ist nicht zu unterschätzen. Das heißt, wenn ich mich wohlfühle dabei, und das ist ja eigentlich auch eher ein Wohlfühlfaktor, ja, ich kommuniziere vielleicht auch nochmal mit dem Masseur oder mit der Masseurin, was ja auch immer nochmal ein Reflexionsprozess sein kann. Der hört mir ja auch zu, hoffentlich, und erzählt nicht nur aus seinem Leben, sondern vielleicht in der Situation, gerade im Radsport, dann auch nochmal, nimmt das nochmal wahr, meine Sorgen und so weiter. Das ist eigentlich eine schöne Sache. Ich habe das auch häufiger, die Hauptaufgabe dort ist also eine positive Nachbereitung. Und ich möchte an der Stelle, weil auch David, unser Physio, der immer sehr viel Wert drauf legt, man muss zwischen Massage und physiotherapeutischer Behandlung nochmal sehr klar unterscheiden, weil in der physiotherapeutischen Behandlung geht es ja um viel differenziertere Dinge als nur eine muskuläre Behandlung im Sinne einer Sportmassage. Dann, und das hätten vielleicht viele, Chris, ich weiß nicht, wie es dir geht, als allererstes gesagt oder mit als erstes Foam Rolling. Ja, nach der Belastung gehe ich auf die Rolle. Da bin ich zu faul für. Ja, okay. Ja, ich eigentlich auch. Akut muss man sagen, es gibt eine Schmerzlinderung. Ja? Also wenn ich zum Beispiel jetzt auch da wieder zwischen zwei Belastungen bin, kann ich da schon mit arbeiten. Aber das Reaktionsverhalten ist sehr unterschiedlich und die Effekte, wenn man sich das im Mittel anschaut, sehr, sehr gering. Also dieser ganze Trend in den letzten, ich würde fast schon sagen, 10 Jahren um Foam Rolling ist vielleicht ein bisschen überbewertet. Die Evidenz ist sehr, 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 sehr marginal. Ich empfehle es trotzdem immer nochmal, weil es geht ja auch gerade in der Vorbereitung darum, kann ich gut damit arbeiten. Die ganze Faszientherapie und Faszientheorie bin ich sehr, sehr vorsichtig, um ehrlich zu sein. Und man hat ja auch, das haben wir hier im Channel auch schon mal kommuniziert, man kann sich damit auch mehr wehtun. Es geht ja hier um Venenklappen, als man da vielleicht förderlich mit bewirken kann. Also deswegen wäre ich da immer noch mal defensiver. Und ich muss mal ganz ehrlich sagen, da könnt ihr mal selber reflektieren. Und Chris hat es ja gerade schon gesagt, wenn es euch wirklich richtig viel bringen würde, ist ja die Frage, ob ihr dafür zu faul wärt oder nicht. Ich würde vermuten, wenn es einem richtig viel bringen würde, würde man es auch häufiger machen. Das ist übrigens mit ganz vielen Dingen, die hier stehen. So. Ich meine, Sportmassage kostet meistens Geld, okay. Aber alles, was wir bisher beschrieben haben, es kostet im Grunde wenig bis gar nichts. Macht man aber kaum. Kann man mal drüber nachdenken, warum das so ist. Ist ja vielleicht auch so, dass man indirekt Körpersignale direkt interpretiert. Kommen wir zur berühmten Eistonne. Hier auf dem Channel schon echt viel diskutiert, weil es ja darum immer noch ging, Anpassungshemmung. Ja, also. Ich habe einen entzündlichen Prozess sozusagen, ich hemme den,
also den ich durch Training erziele. Ich hemme den durch Kaltwasserimmersion, hemme ich dann meinen Trainingsprozess oder meinen Anpassungsprozess. Ist nach wie vor diskutiert in der Literatur. Es gibt keine eindeutigen Ergebnisse. Ich würde immer noch sagen, naja, braucht man es überhaupt? Also, was ist auch immer noch mal ein krasser Reiz, muss man auch einfach mal so sagen, ne? Das ist auch vielleicht unangenehm. Man hat eine akute Verbesserung der Leistungsfähigkeit zum Folgetag. Das ist jetzt mittlerweile schon irgendwie nachgewiesen. Auch da, ne, Fußball, da kommt ja die berühmte Mertesacker-Eistonne. Dass wenn ich in einem Turnier bin, also regelmäßig Leistungen bringen muss, dann würde ich auf jeden Fall die Kaltwasserimmersion, die Eistonne auch irgendwie zum Einsatz bringen. In einem Trainingsprozess allgemein würde ich nicht sagen, dass es so viel Sinn macht. Ja, ich komme da auch gleich nochmal drauf, warum im Grunde. Also es kann ein Tool sein, aber auf der anderen Seite ist es notwendig, bin ich mir nicht 100% sicher. Also ich bin da, wie gesagt, sehr defensiv und auch da, wie viele Leute machen es denn wirklich regelmäßig? Ich glaube eher wenig. Geht es vielleicht auch mehr um mentale, wie heißt nochmal dieser Kälte-Experte da, der da immer in die Eis, überall ins Eis springt, dieser Holländer? Ihr wisst es, kommentiert es nochmal drunter, vielleicht fällt es mir gleich auch nochmal ein. Da geht es ja auch viel um Atmungsregulation und die die Mountainbikerin, die für Scott fährt, die hat zum Beispiel letztens auch gesagt, dass sie das aus mentaler Perspektive macht, vor allem auch, weil das so, alles zieht sie zusammen, man muss klar bleiben und sie nimmt es eher so als Training. Paul Ripke. Der bekannte Holländer, der hat aber auch eine Eistonne, ja, genau. Kommen wir zurück zum Thema. Kompression, und da geht es ja viel um Bekleidung, ob das jetzt Socken sind oder Ganzkörperanzüge, gibt es ja mittlerweile auch, sieht ja auch richtig sexy aus. Da muss man sagen, da geht es darum, nach einer intensiven Belastung, wo das untersucht, bis mindestens 48 Stunden nach Belastungsende muss ich das erstmal tragen. Finde ich jetzt schon echt lange, weil dafür brauche ich zumindest schon mal 2 Paar von den Socken. Oder von den Klamotten, weil das schwitzt man ja auch dann mal durch. Ansonsten riecht man dann unangenehm. Bei einer mittleren Kompression von ungefähr 10 mm Hg. Also wird ja so ein Druck gemessen. Deswegen gibt es ja auch unterschiedliche Größen, zum Beispiel von den Socken, ne, damit ungefähr immer der gleiche Druck wirkt. Ja, aber auch da schwierig. Aber auch da wieder zwischen Wettkämpfen vielleicht eher sinnvoll. Auch da haben wir vielleicht... Ich habe es auch so ein bisschen hier in der Reihenfolge gebracht, wenn ich erst ein bisschen Foam Roller, also meinen Schmerz linder, dann ins Kaltwasser gehe, dann die Kompressionsbekleidung anziehe, dann ist das vielleicht ein Schemata, das ich anwenden kann in einem Turnier oder sowas. Also im Fußball finde ich sowas oder im Basketball, in Mannschaftssportarten, wo ich mehrere Spiele an mehreren Tagen in der Folge habe oder mit einem Tag, 2 Tagen Abstand, dann ist so ein Regenerationsprozess total sinnvoll. Bei uns im Training, wenn wir jeden Tag trainieren, im Grunde kaum sinnvoll. Sieht man aber auch, ne? Der DFB, die haben dann zwischen den Spielen, haben die dann auch schon mal Kompressionsstrümpfe zumindest an. Kompressionsgarments, also damit meine ich jetzt diese ganzen Luftdrucksysteme, die gibt es mittlerweile ja von verschiedenen Firmen für mehr oder weniger Geld. Wissenschaftliche Evidenz ist wirklich sehr, 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 sehr schwach, will ich direkt mal sagen. Also die Studien, da muss man sich ja teilweise angucken, von wem sind die unterstützt und so. Es gibt eine minimale akute Linderung des Muskelschmerzes, ähnlich wie beim Foam Rolling. Eine leichte Beweglichkeitssteigerung, das ist auch die Frage, warum es das so gibt. Beide Effekte sind aber wenig bis gar nicht signifikant und die Studienlage unklar. Und da will ich mal ganz klar sagen, da muss man sich wirklich überlegen, ob man roundabout 800 bis 1000 Euro ausgeben will, um etwas zu verwenden, wo die Evidenz sehr gering ist. Und ich habe auch das Gefühl, ich habe mir auch mal sowas besorgt, ich teste das jetzt auch immer dann. Das testet man am Anfang dann sehr ausgiebig und schlüpft jeden Tag rein und dann wird es weniger. Warum? Weil es einfach vermutlich auch wieder nicht so viel bringt, wie man am Anfang erhofft hat. Das sind ja immer so die Claims, fördert die Regeneration und so weiter, du kannst mehr, härter trainieren. Ja. Ist vielleicht gar nicht so der Punkt, der dann vielleicht wirklich wirkt. Was viel mehr bringt, ist der Schlaf und das Powernapping. Das Problem ist nur, müsst ihr euch mal überlegen, kann man halt sehr wenig Geld mit verdienen. Ne? Weil ihr müsst ja einfach nur ein Bett oder eine Couch oder was auch immer haben. Und nochmal, zu Schlaf haben wir schon sehr viel gesagt. Ich möchte einfach nur nochmal wiederholen, im Schlaf laufen im Grunde die wichtigen Anpassungs- und Regenerationsprozesse auf endokriner, also hormoneller Ebene ab. Wie gesagt, schaut euch gerne mal das Video an, was ich damals so gemacht habe. Achtet auf eure Schlafhygiene. Auch da habe ich damals alles zu erklärt, zur Raumtemperatur, Dunkelheit.
keine elektronischen Geräte. Vielleicht kauft euch nochmal einen normalen Wecker, nicht mehr mit dem Handy, mit den Notifications, die hier auch im Hintergrund gerade bei Chris auf dem Handy angehen und so weiter. Ja, das lenkt euch immer eben wieder ab. Und ich glaube, das wird immer wichtiger auch in Zukunft. Und eben die Ernährung. Also, wie kann ich denn meinen Körper wieder herstellen? Dafür braucht er Baustoffe, also Proteine, und die Energiespeicher wieder aufzufüllen, braucht er Kohlenhydrate. Und das Flüssigkeitsmanagement ist sicherlich auch wichtig. Das heißt, ich muss auch wieder Flüssigkeit mit Elektrolyten wieder zuführen. Auch dazu haben wir schon mal ein Schweißprotokoll-Video und so weiter zugemacht. Denke ich auch ganz interessant. Und bei den Kohlenhydraten einfach 1 bis 1,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, also bei 70 Kilogramm, irgendwie 70 Gramm pro Stunde, Entschuldigung, direkt nach der Belastung. Und dann alle 2 Stunden bis 6 Stunden, also 3-mal diese Menge. Das ist eigentlich ein schönes Protokoll. Hängt natürlich auch immer von der Länge und der Intensität, also vom Trainingsload der Belastung ab. Und Proteine einfach immer, das habe ich glaube schon mal gesagt, 25 Gramm pro Portion zu sich nehmen, regelmäßig am Tag, vielleicht gerne 5 bis 6 Mal, je nach Körpergewicht. Aber vor allen Dingen eben nach der Belastung, das hilft. Und da kann man natürlich Recovery Shakes nehmen, die kann man sich auch selber machen, haben wir auch schon mal, glaube ich, ein Rezept in einem großen Mixer angefertigt. Und vor allem die Basisernährung muss stimmen. Das sind aber die wichtigsten Bausteine. So, also Fazit ist halt irgendwie für mich relativ klar. Die Nachhaltigkeit der Regenerationsmaßnahmen ist schwach bis kaum nachgewiesen. Also alles, was ich am Anfang erklärt habe, mit Stretching, Auslaufen, Rollen, Kompression und so weiter, ist sehr, 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 sehr schwach. Und man muss eben auch noch Training versus Wettkampf irgendwie sehen. Ja? Das heißt, im Turnier steht die Regeneration oder in der Wettkampfphase steht die Regeneration natürlich viel mehr im Vordergrund als jetzt im Trainingsprozess, weil da geht es darum, die Anpassungsmechanismen gezielt zu triggern und diese dann zu verdauen oder die Anpassung stattfinden zu lassen, verdauen in Anführungszeichen. Deswegen Anpassung versus Regeneration ist ein großes Thema. Energieverfügbarkeit, also Kohlenhydratverfügbarkeit, ist ein großes Thema. Und deshalb für mich ganz, ganz wichtig, und das ist eigentlich der Hauptpunkt: kümmert euch weniger um die Regeneration, sondern vielmehr um das Load-Management, um ein gutes Training. Also deswegen hier HIT und LIT nochmal als Symbole. Vielen Dank nochmal nach Berlin an Helmut, Triosoph, der hat uns die ja gebaut. Das ist wirklich das Wichtige. Wenn ihr das gut steuert und B- und Entlastungszyklen einplant, nicht nur innerhalb der Woche, sondern eben über einen Mesozyklus, also mehrere Wochen, das ist wirklich das Entscheidende. Deshalb die einfachen Dinge richtig machen, gut trainieren, gut ernähren, gut schlafen, dann könnt ihr euch den ganzen Kladderadatsch, der sonst immer verkauft wird, auch echt sparen. Das ist für mich nochmal ganz, ganz wichtig, weil da draußen wird natürlich immer sehr viel vermarktet. Das ist ein Grundrauschen da draußen immer. Und da versuche ich ja eigentlich immer Klarheit reinzubringen, was ist wirklich wichtig. Und das sind eigentlich sehr wenige Dinge, die wenig bis gar kein Geld kosten. Das war so mein Fazit des Ganzen. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Es hat ein bisschen Klarheit in das Thema gebracht. Und wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Kanal abonnieren, wenn ihr mehr davon haben wollt. Und wenn noch Fragen bestehen, gerne in die Kommentare. Ich beantworte die wie immer. Ciao, ciao.